So, willkommen zum letzten Video von der Nacht auf Liga, also von der ersten Nacht auf Liga-Saison. Die Liga ist ja geendet und zwar hat namenlos die Meisterschaft gewonnen und somit den Goldpokal gewonnen. Zweiter ist Machete geworden, der hat den Silberpokal gewonnen und dritter ist dann, ja, bin ich geworden und habe folgenden Pokal gewonnen. Einen Moment. Und zwar gab es für den dritten Platz halt den Bronzepokal. So groß ist der denn ungefähr? Den könnt ihr auch gewinnen, müsst ihr aber in den Kommentaren einmal schreiben. Oder guckt euch die Videobeschreibung an und dort steht dann mein Discord-Name und schreibt mich dann über Discord an. Dann erfahrt ihr genaueres, wie ihr an dieser Nacht auf Liga teilnehmen könnt. Heute, also die Liga ist schon geendet. Ich bin Dritter geworden, den sieht man jetzt auch. Da, na gut, ich hoffe, das sieht man auch. Und nächste Saison, was am Montag schon beginnt, Montag, die zweite Liga-Saison, also zweite Saison, beginnt am 18. Juni und endet dann am 24. Juni. Jeden Tag kommt dann immer ein Spieltag. Und am 25. Juni kommt dann noch ein Pokalspiel und zwar das Pokal der zweiten Saison, weil die zweite Saison geendet hat. Dieses Video habe ich viel zu spät bearbeitet. Ich habe es total vergessen. Also eigentlich hätte ich dieses Video vor 3 Monaten senden sollen. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt um das Pokalfinale und die Relegation um Liga 1. Pokalfinale, ich gegen Machete. So, das Pokalfinale zwischen mir und Machete. Ich muss näher ran, weil ich das nicht richtig sehe. Ja, in der Liga hat Machete gegen mich gewonnen, da ich ein bisschen Pech hatte beim Angriff und er hatte auch ein bisschen Glück bei seinem Angriff. So, jetzt sehen wir hier, Machete greift schon von oben an mit ihrer Lunien-Taktik und ich mit Nubogis und Bomber erstmal ganz in Ruhe. Das ist noch Meisterhütte 7, damals gab es noch Meisterhütte 8 noch nicht. So. Zur zweiten Saison gibt es natürlich Meisterhütte 8 Kämpfe, ist ja wohl klar. So, ich hatte ganz viele Bogies gesetzt und ja, Teslin erstmal natürlich weg und Machete hat ja, weil seinen Angriff verkackt. 37% und nur einen Stern. Das hat, nach aktuellen Standen wäre trotzdem Machete jetzt Pokalsieger, aber auch nur, weil halt ich noch nicht richtig angegriffen habe, also 8%, 14%. 50% hieße dann schon ein Stern. Ja, auch ein Stern hieße dann schon, dass ich den Pokal gewonnen habe. Nachtdorfliga hat nicht funktioniert, aber egal. Also mache ich das Angriff jetzt gleich durch. Meiner läuft noch ein bisschen. So, die Meisterhütte ist down. Damit hätten wir schon mal den Stern. Und wir haben so viele Bogenschützen übrig. Das wird locker ein Sieg. Es wird locker ein Sieg. So, dann geht die Meisterhütte down. Die Meisterhütte ist noch nicht down. Jetzt ist sie down. 32%, fehlen noch 5%. Die Kampfmaschine ist immer noch da. Jetzt, jetzt! 37%. Ein Gebäude noch. Ein Gebäude noch. Dann habe ich den Nachtdorf-Pokal gewonnen. Einen Moment. Komm schon, komm schon, komm schon. Und jetzt! Jetzt ist offiziell. Jetzt ist offiziell. Ich habe wenigstens den Nachtdorf-Pokal gewonnen, wollte die Liga gewinnen, hat nicht funktioniert. Muss ich nächste Saison nochmal ran. Hoffentlich werde ich nächste Saison Nachtdorf-Liga Meister. Ansonsten bin ich halt ein Pokal-Titelverteidiger, kann man ruhig so sagen. Mein Angriff läuft noch, ich werde es natürlich auch noch zu Ende dokumentieren, ist ja auch klar. Dann sieht man noch, ja, 2 Sterne, ich habe sogar 2 Sterne geholt. Wie viele Bogenschützen sind das noch? Ich kann es nicht lesen. Ich kann es nicht lesen. Es ist viel zu klein. Das nennt man Vorbereitung. Zum Spiel der Relegation zwischen den Vorletzten der ersten Liga und dem Zweiten der zweiten Liga kommt auch noch im Anschluss. Da geht es halt um um die erste Liga. Wer bleibt erste Liga oder wer muss in die zweite Liga spielen? Einer von den beiden spielt halt erste Liga, der andere zweite Liga. Das wäre einmal Killer-LP aus der ersten Liga und mein zweiter Account ist Dritter geworden und Mark und Sören steigen dann in die erste Liga, also erste Liga auf. So, das war das Finale. Ja, ich habe 2 Sterne geholt, 58% Machete, leider nur 1 Stern. Da hätte er sogar einen Pokal gewinnen können. Naja, ist halt so jetzt geworden, also ist jetzt nichts draus geworden. So, links ein Live-Angriff von mir, rechts, ja. Killer-LP halt. Killer-LP einfach nur mit einem Lakaien dran. Und ja, mein zweiter Account war damals MH6 und ist es heute immer noch.
Ja, während Killer LP natürlich noch MH7 ist. Damals gab es noch kein MH8. So, Relegation. Killer LP will natürlich in der Liga bleiben und ich will natürlich gerne aufsteigen, aber sieht nicht ganz so gut aus für mich, dass ich aufsteigen könnte, denn ja, ich sag mal so, Killer LP könnte 100% holen, nur noch die Luftbombe muss down gehen. Ich habe zwar noch die Kampfmaschine, aber 27%, 29%, das wird nicht mal ein Stern. Ja, dieses Duell war ziemlich unfair, aber so ist es halt geworden. Ich bin in die Relegation gekommen mit dem zweiten Account und Killer LP war leider nicht so souverän in der ersten Liga, dass er halt ja, nach unten hin wandern könnte, wenn er dieses Duell hier verliert. Aber man sieht hier ganz eindeutig, Killer LP verbleibt in der ersten Liga. Während mein zweiter Account in der zweiten Liga bleibt. So. Ansonsten, Clan macht nicht mehr in der nächsten Saison mit. Kann ich ruhig sagen. Und dafür kommt dann Luffykun oder Luffykun, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, macht denn in der ersten Saison, der ersten Liga dann auch mit. So, Mark und Sören steigen dann auch direkt auf da. Ne, deswegen steigt Mark direkt auf und mein zweiter Account, Relegation, so war das. So, jetzt ist vorbei. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Seid gespannt auf die nächste Saison, die halt nächsten Montag vor euch schon beginnt. Dieses Video hätte ich vor 3 Monaten hochladen müssen. Nichtsdestotrotz endet dieses Video hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Saison. Ciao, euer MIFLP.